Dann muss ja jemand daheim sein. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ein Tiefer hier sein. Hast du richtigen heißen Kampf erlebt? Grad jetzt? Ich mein so, Mann gegen Mann. Nein, erst war der mit 16 nur bei der Flak, nicht? Im Raum ein Schwächert. Da hat sich Mann gegen Mann nichts angespielt. Wir haben aufgepfiffert, verstehst du? Und da haben wir uns übers Kreuz vor lauter Angst angeschickt. Wisst ihr, soll aber über Krieg reden, fällt euch nichts Gescheiter sein? Nur freilich, Berge, Berge! Was hättest du da nichts Vernünftiges? Ja, warum? Weil der Franz sich bereit hat, gell, wenn er Krieg spielen kann. Ja. Nichts dabei, ist er nicht wirklich. Ich kann aber gleich wieder wirklich werden, schneller wie du denkst, Edmund. Doch nicht bei dieser Regierung. Warum nicht? Ich werde euch jetzt was zeigen. Wie das damals war. Franz! Jetzt ist er ganz deppert geworden. Dahinter kann jederzeit ein Feind stecken. Hoppla. Na, wie geht's noch weiter? Guten Abend. Guten Abend. Wie sind denn Sie da reingekommen in die Wohnung? Die Wohnung ist im geöffneten Zustand gewesen. Wir haben aber zuerst mehrmals geläutet, sind aber dann da herein. Genau. So, Sie haben mehrmals geläutet. Hast du was gehört, Toni? Nein. Also, du musst die Glocke nicht gehen. Ist ja wurscht. Was willst du denn? Das werden Sie gleich hören. Ja, ja. Wir sind da von einem Herrn Gebauer, der vis-à-vis wohnhaft ist, um Hilfeleistung gebeten worden. Was? Ach, Hilfe? Warum helfen Sie denn nicht? Ich brauche keine Hilfe, nicht? Ich habe Sie nicht gerufen, Herr Inspektor. Ich bin nicht der Gebauer, ich bin der Edmund Sagbauer, weißt du nicht? Aber Sie haben doch diesen Herrn Gebauer körperlich bedroht, hä? Ich? Nur freilich Sie. Da steht, Sie haben doch dem Herrn einen Knallkörper durch das geschlossene Fenster geworfen, ja? Nein, weil mein Fenster war offen. Und dabei die Fensterscheibe boshaft beschädigt, ja? Und außerdem auch die körperliche Sicherheit des genannten Herrn öffentlich gefährdet, ja? Sagt der Herr. Siehst du das, Edmund? Jetzt haben wir einen Schirm auf. Ach, der ist schön angesucht. Ich hab das aber noch gesagt, aber man rettet ja für die Luft. Was machen Sie denn jetzt mit meinen Gatten? Gut, was tun wir? Nichts, ne? Gut. So einfach ist es wieder nicht. Zuerst nehmen wir Ihre Personalien auf, dann werden die Gegenstände der strafbaren Handlung in Verwahrung genommen und dann bekommt der RGMO eine Strafverfügung oder vielleicht sogar eine Verhandlung vor dem Bezirksgericht. So schauen wir aus. Niedersitzen. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte. 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 So. Gehen wir's an. Ja, gehen wir's an. So. Dein Name? Meiner? Aber was ist sonst? Hab ich schon gesagt, Edmund Sagbauer. Edmund Sagbauer. Müssen Sie das da reinschreiben, Herz? Nicht angreifen. Reiß dich zusammen. Ist gut gewohnt, das muss, kann man die Verhandlung nicht, das kann man nicht vertuschen, weißt? Das ist auch gut. Das ist eine Amtshandlung, Herr. Ach, jetzt war das, Herr. Nein, jetzt. Sieh mit dir nicht blöden Spaß. Reiß dich zusammen. Ja, warte, mit dem Kopf. Na, warte. Schatz, ich zahle ihm heute depperte Fensterscheiben, dem Trottel, dem Blöden. Und du sitzt dabei und sagst kein Wort. Und dabei hast auch du geworfen. Du mit deiner kindischen Soldatenspielerei. Natürlich bist das du gewesen, das kann ich bezeigen. Herr Inspektor, den müssen Sie verhaften, der hat ja geworfen. Moment einmal, stimmt das, was die Dame da gesagt hat?
Die dürfen es nicht ernst nehmen, das ist meine Frau. Die will mich einreiten, die hat was gegen mich. Ja. Sagen Sie mir, Frau, könnten Sie uns jetzt vielleicht Ihre Personalien bekannt geben? Ihr Name? Meine? Warum wollen Sie meine Personalien? Vielleicht brauchen wir sie für eine Zeugenaussage. Martha? Werner? Magda? Martha! Wie? Martha! Werner! Martha! Werner! Das ist auch nicht schlecht. Kuckuck! Na, bitte! Gute! Servus! Ja! Das muss. Überall, wo du hinkommst, sitzen zwei geschulte Augen. Was wolltest du jetzt, der Kollege? Bitte, leg was an! Was ist denn das? Seit wann sind denn wir Kollegen? Ja? Du bist ja doch ein Schlüsselwächter. Ja, aber ich bin genauso ein Wachorgan wie Sie, Herr Inspektor. Sagst du was? Ja, also, verstehe, du in einem Privatangestellten weil das also, als solcher habe ich das Recht zu fragen, was Sie hier tun. Liegt was wohl da? Und außerdem, haben Sie es doch mit der bring's raus. Auto, haben Sie mir einfach. Haben Sie blockiert? Das kann er dir ganz wurscht sein, verstehst du? Ich bin doch Hausmeister. Wurscht kann er das sein. Außerdem mischt die ja nicht in Amtshandlung ein, gell? Komm mal, wo bin ich ein Kabarett? Das scheißt dir nicht an. Was? Gut, ein Wahnsinniger. Ja, du pass auf, gell? Hey, und überhaupt, Mutter, ich kann's mir nicht sagen. Weißt du, hast du diese Bewerbschaften in Worte reingebittet? Da bist du nicht deppert. Wer ist er da? Bitte, du sie vor der Tür warten. Gutti, was ist denn? Ja, mit dran. Los, du. Was ist denn da passiert? Nix. Raketen habe ich geschossen. Ach so? Und wegen so ein Scheiß ruckt die Polizei aus. Geht's mal am Mann, hörst. Dass es euch nicht schamt, ist. Nicht, wo der heute Silvester ist. Und überhaupt, das ist wurscht, dass die Bummerin halt auf Nacht nicht leitet, das ist euch wurscht, gell? Jetzt will ich dir mal was erzählen, du, verstehst? Wer, wann, wohin ausrückt und amtshandelt, das ist einzig und allein die Sache von uns. Hast du das verstanden? Ja, bitte, dann mache ich euch einen Vorschlag zur Güte. Na? Wir trinken jetzt zwei Grasel miteinander. Ja, das geht nicht. Aber dann hat sich über die Eis, eh? Ja, bei euch piept was? Was? Piept da drinnen? Wart, schon, eh? Du. Sehr lang Kernbeißer, sehr lang Kernbeißer, komm rein. Ja, hier Kernbeißer, Seeadler, bitte kommen. Habt ihr richtige Amtshandlung? Eine Sachbeschädigung haben wir. Durch Wurf eines noch nicht identifizierten Knallkörpers. Raketenkurs, sag's ja, mal Raketen. Ruhe mal, Amtsapparat, sei ruhig. Da stehen ja nichts. Personenschaden? Kein sichtbarer im Moment. Dann fahren schnell zum Stephansplatz, dort wollen ein paar Linksextreme verhindern, dass die Bummerin war. Seeadler und Kernbeißer, bitte kommen. Ja, hier Kernbeißer. Ja, sollen wir hier jetzt die Amtshandlung in der Hasengasse vollenden? Ich hab's ja gehört, dass jetzt am Stephansplatz kommen, die Glocke läuten. Ich hab's verstanden, Sie sollen schnell zum Stephansplatz fahren. Ja, verstanden, Stephansplatz. Wir werden am genannten Tatort um 23.45 Uhr eintreffen. Ja, Ende. Schalt an. Das schaffen wir nie, Kurti. Natürlich schaffen wir. Wird es einmal finden. Oder braucht es ein Begleitung? Oder kommt Sie sich einen Stoppplan mitnehmen? Ich raus. Was? Du bleibst da. Du bist ein bisschen vorsichtig mit Ihren Bemerkungen, gell? Es war. Bitte, wenn ich nicht vorsichtig gewesen wäre, dann hätte ich mir uns alles gesagt. Schaut, es ist mehr, kommt es. Ja, ist fett. 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 Ja, ist